So, ich bin wieder hier. Juhi! Ja, gut. Ja, aber schnell sollen wir dann einfach mal versuchen, hier auf den Baumstamm zu landen. Silvester, hier gegenüber. Wird der Dutch. Also da unten, wo ich hingeguckt habe, da ist auf jeden Fall ein Dings. Das ist der Boden. Ja, aber vielleicht guck mal, wenn du hier. Stell dich mal ganz am Rand hier und guck in die Richtung, in die ich gucke. Siehst du das? Waren wir da noch nicht? Ich weiß es nicht. Aber wenn wir da nicht wären, dann müssten wir rein theoretisch auf den Stamm gegenüber springen. Aber den sieht man nicht. Ich sehe den. Ich nicht. Der große. Mit den zwei Blättern drauf. Ja, okay, den sehe ich, aber ich glaube, das ist zu weit weg. Geronimo, geht nicht. Bist du runtergefallen? Nicht. Sag doch, es ist zu weit weg. Geronimo, geht nicht. Oh, jetzt noch mal so einen schönen Krustenbraten, ne? Also hier ist nur die eine Spinne drin. Das ist der... Ah, warte. Großelig, oh, schade. Malz. Also wenn wir irgendwie dieses Tor aufkriegen würden, könnten wir über die Pilze locker flockig, glaube ich, rübergehen. Hm. Und auch nicht. Auch. Und auch nicht. Warte, waren wir da drüben? Wo kommt man denn da hin? Die Seilbahn über uns, Anna? Hm? Über uns ist nochmal eine Seilbahn gespannt. Stimmt. Da drüben. Also ich bin irgendwie auf dem Fußboden mehr. Ich bin wieder auf dem... Eventuell könnten wir da drüber. Du bist ganz unten? Ja. Oh nein. Also ich laufe hier noch über Steine. Guck mal noch kurz, ob ich die Seilbahn finde. Da oben drüber geht. Kami, was machst du denn? Das hier war die. Ich versuche mich so ein bisschen zu orientieren. Hm. Wir sind noch einmal komplett da rüber, okay. Ja, ganz da was? Drüben ist... Guck mal, siehst du das? Wenn du hier stehst, siehst du in Richtung so ein Steinleuchten. Ein Geblätt da drüben. Wo, rechts oder links? Warte aus. Scheinwerfer? Hier die Richtung. Ja. Die Richtung ein bisschen oben. Stimmt. Ah, da ist so ein Pinöpel ist da. Ja, genau, da ist so ein... Lila Popel. Hier, die Richtung. Ach, die Richtung. Ich habe nur ein lila Popel gesehen da oben. Ja, genau, da ist so ein lila Popel im Geblätter. Das heißt, da müsste man auch hinkommen. Ich weiß noch nicht, wie ich auf die Schnelle wieder zu euch kommen kann. Oh Mann, ich habe ja auch einen Krustenbraten gemacht, aber da war die Kruste leider nicht so geil. Das ist leider so ein bisschen Backofen abhängig. Aber er war lecker. Ich weiß leider auch nicht, wie du zu uns... Also nein, wahrscheinlich auf dem normalen Weg, ne? Nein, nicht. Wolltest du kurz mal gucken mit dem Pnöpel? Ich habe versucht, Anlauf zu nehmen und... Oder was meinst du? Ja, nee, ob du unten kurz gucken willst, ob es da nicht weitergeht. Ja, da geht es nicht. Wo der rosa Stein drin ist. Nee, das ist einfach nur ein abgebrochenes Teil. Dann ist unten eine geschlossene Tür, dann ist da hinten noch... so ein Burgel-Cousin, Cousins. Zinax sagt, ob wir nicht irgendwas bauen können, um den Ort zu erreichen. Wir wissen ja nicht, wo wir hin müssen. Ja. Nee, und zum Bauen haben wir nichts dabei und normalerweise brauchst du auch nichts zum Bauen. Aber ich glaube, ja, es wäre auch sehr viel, was wir zum Bauen bräuchten. Die eine Tür lässt sich nicht auf. Ich habe vorhin einen Hebel gesehen irgendwo, Dori, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Gerade auch ein bisschen überfragt. Hm. Aber ich glaube, wir müssen hier aufs Dach, kann das sein? Da müssen wir auf den Ast. Wo bist du denn schon wieder? Guck mal, hier draußen. Da, wo du gerade standest. Ja, auf jeden Fall irgendwo auf... jetzt, ich bin noch nicht bis du, unten. Du willst doch nicht ganz wirklich, dass ich jetzt im Dunkeln hier rausgehe auf die Äste. Ich? Ja. Doch! Aber es ist dunkel! Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Alles ziemlich Also das Spiel ist schon ein bisschen hart, ne? Oh, also. Ja. Da war das im Teich noch spaziergehen, ne? Ich war noch gar nicht total. Im Teich. Hier geht's noch tief runter irgendwie. Aber es ist auch sehr dunkel gerade. Oh.
Scrollt mein Chat gerade nicht weiter oder ist es so abgeschnitten? Oh mein Gott. Das ist die Hölle. Also, das kann niemals. Vor allem waren wir da schon. Wir waren hier schon mal drauf. Gott sei Dank bin ich nicht mitgelaufen. Doch, wir kamen nur von der anderen Seite. Aber wie kommt man da hinten hin? Oder kamen wir ganz am Anfang daher? Oh, wir kamen ganz am Anfang daher. Oh, sorry. Ja, nee. Nee, Tanne, passt schon. Ich glaube, du musst nicht mit. War mir auch nicht bewusst, dass ich da mit muss. Ja, nee. Ich fühle mich hier ganz wohl in meiner Glasröhre. Hier war halt... Da ist halt auch noch so eine Antenne irgendwo. Weiter da hinten. Wo wir am Anfang langgelaufen sind, ne? Bevor wir, also bevor wir an den Baum in den Baum geklettert sind. Wisst ihr, was ich meine? Als wir den Weg in die nach oben begonnen haben, da sind wir doch über so einen kleinen Ast und in so eine kleine Hütte schon mal rein. Kann's gerade nicht erklären. Ich kann's gerade echt nicht erklären. Ich bin auch voll orientierungslos, wo wir sind. Ich weiß, wo ich bin. Das ist gut. Und ich frage mich, was diese kleine Satellitenschüssel da hinten soll. Mhm. Also ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin, weil ich einmal gestürzt bin und mich mit dem Gleiter gerettet habe. Aber... Fühl mich hier so allein. Ich bin jetzt vor einem Eingang, der noch mit einem Spinnennetz zu ist. Oh nein. Und leuchtet. Mach auf. Auf jeden Fall, Dori. Vielleicht kannst du ja irgendwas eingeben. Vielleicht ist da irgendwo der Computer und du kannst die ganzen Türen aufmachen. Das wäre... Mach doch mal Licht an. Ich hab kein Licht. Awesome. Da ist Dori, da oben. Ich würde ja Licht anmachen, aber ich hab keins mehr. Du musst irgendwie auf das Dach kommen und dann mit dem Gleiter runterfallen an der Stelle und dann... Hier ist Licht. Das Licht. Oben bist du ganz? So. Krass. Du bist du bist da bei dem grünen Popel, also noch ein bisschen weit weg, aber... Ich bin in die Tür reingegangen. Hier. Okay. Hier ist ein Raum. Ja, kannst du andere Räume aufschließen? Hier ist nur ein Raum. Guck mal, ob da PCs sind oder sonst was, irgendein Loot oder sowas. Ja, das sind so PCs und Zeugs und man sieht in so zwei Waagschalen rein und das sind zwei Batterien dran geschlossen. Aber du kannst auch nirgendwo was machen oder so? Ich guck gerade jeden Computer durch, aber irgendwie... Chat, könnt ihr mal kurz einen Test machen? Und mehr ist da auch nicht, oder was? Meine Antenne schlägt aus. Schreibt mal was, Chat. Los, schreibt mal. Aber mit was schlägt die aus? Was steht drin? PW steht da drin. Okay, ja. Aber das ist auch nicht der Raum, wo du vorhin schon ein paar Mal durch das kleine Löchchen bist, oder? Nee. Und da geht's auch nicht weiter, ist nur dieser Raum. Ich sehe nix. Wir müssen echt warten, glaube ich, bis es wieder hell wird, ne? Ja. Ist sowieso. Also ich glaube, ich weiß, wie man hier hin... Ich muss mal kurz... Ich gehe jetzt einfach hier zurück und guck, wie man hier hinkommt. Ganz einfach, aber... Aber guck, ob du Licht, ne? Wie viel Uhr ist, müsst ihr ja auch bald mal wieder... Oder auch nicht. Wie viel Uhr ist denn? Genau, sowas soll geschrieben. 1:30 Uhr, das dauert noch lange. Oh nein! Also tatsächlich sehe ich genug. Vielleicht habe ich die Game-Einstellungen so komisch, dass ich... Mondlicht reicht total aus. Mondlicht! Ich komme nicht mehr hoch. Warum bin ich nur gesprungen? So, ich glaube, hier müsste man rüber. Ich bin auch noch nicht bis unten. Ich würde gerne zu der einen Tür reingehen. Ich glaube, ich sehe dich, Katrin. Ja. Ich würde auch gerne zu der einen Tür reinkommen, aber die ist halt zu. Ich weiß aber nicht, ob ich da hinkomme zu der Tür. Nee, okay. Die ist eh zu. Du kannst ja nicht mal aufmachen. Ja, also ist auch keine verwachsene Tür, ne? Nee. Das ist die wir vorhin schon gesehen haben. Wenn die aufzumachen wäre, wo bist du, mein Sonnenlicht? Genau, das dauert aber noch ewig, Jackie.
Ich bin jetzt immer noch auf Angriffsmodus. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich, ich vermisse dich. Okay, hier ist Mondlicht. Hey, Mondlicht, geh weg. Ich will kein Mondlicht. Mondlicht. Kommst du da weiter, Dori, irgendwie? Nee, aber ich bin jetzt wieder zurück. Tanne? Ja. Siehst du mich? Mein Name? Komm mal zu mir. Ihr seid 80 Zentimeter von mir entfernt. Oh, ich sehe dich. So weit. Ja. Hi. Ich glaube, du könntest sogar hier rüberspringen, oder? Nein, theoretisch. Nein. Aber nein. Theoretisch. Ich hatte das wohl auch, aber theoretisch könntest du ja. Im Prinzip bin ich tatsächlich da, wo du runtergefallen bist und dann rausgekommen bist. Aber ich bin auf dem Gebäude drauf. So, Dori, so nah und doch zu fern, ne? Könnt ihr nicht einfach mal Türen aufmachen jetzt? Oh, oh. Dori! Ich wollte es eigentlich nicht runter machen. Diese scheiß Spinne. Schau hinauf in das Mondlicht. Oh, Tastenhämmern. Geh ins Land der Erinnerung. Oh, ich glaube, ich habe alle Türen geöffnet. du musst dich beim Terminal anmelden. Dori, ja, steht da. Bin gerade dabei. Und jetzt? Oh. Soll ich Dori ausschimpfen, weil sie mich verwirrt? Nee, jetzt hast du die Türen aufgemacht und ich komm wieder rein. Was? Ich komm wieder zu euch. Was? Yippie. Kami, komm in meine Arme. Wo bist du? Ja, ja. Ich glaube, ich habe dich gefunden. Kami. Oh, sorry. Komm in meine Arme. Die ist nicht hier, Die ist, komm in meine Arme. Ich bin hier. Kami, wo bist du? Wo seid ihr? Ich bin hier drüben, ich bin runtergefallen einfach. Oh, toll. Das war voll easy. Kami! Wie komme ich denn da jetzt hin? Kami! Ja! Wo bist du? Ja! Ja! Wir haben jetzt halt echt nichts so gemacht wie sollte, aber es hat funktioniert. Ich hab dich so vermisst! Aber guck mal, Dori, ob du da irgendwas noch siehst. Ich hab Den Chip gefunden. Hier war alles, wo du den Schalter gesehen hast, diesen Hebel. Ja. Da bin ich jetzt reingekommen, weil ich vorne in dem vorderen Raum den Computer aktiviert habe. Ah, perfekt. Und den konnte ich jetzt ziehen und hier war der Chip und alles gelegen. Mondlicht! Du bist da drüben. Danke dir doch, du Mondlicht! Ich hab's nur nicht gecheckt, dass es der Chip ist, was da liegt. Krasser Scheiß. Ja, da muss man echt. Als hätte ich den nicht genommen. So also bremst. Hier bin ich wieder reingegangen. Hier kommen wir auch raus. Mondlicht! Wir müssen jetzt zurück und das abgeben, ne? Wir müssen immer Dori wiederfinden. Ja, ich bin immer noch da. Da oben. Da kommt man eigentlich mit einer Seilrutsche hin, die hinten im Blätterwerk anfängt, aber ich weiß nicht, wie man da hinten ins Blätterwerk hinkommt. Kami, verlass mich nicht schon wieder. Ja. Aber ich komme hier hin. Was mache ich denn hier? Hier bin ich auch schon mal runtergefallen. Wo bist denn du jetzt, Dori, da oben? Ja, jetzt bin ich da hinten oben hingegangen, weil ich wissen will, wie man hier hinkommt. Passt. Aber da waren wir auf jeden Fall schon mal drin. Ganz komisch. Ich bin mir sicher, dass du da, als du runtergefallen bist, muss mal ganz kurz von der Seilrutsche, dass du da gelandet bist. Ich glaube, du warst schon in dem Raum. Ja, aber ich konnte den Hebel nicht machen. Mondlicht. Man musste auch erst den Computer anschalten. Ja, aber ich glaube, da hat man ja nicht alle Passwörter. Ja, das kann sein. Ach, oder ich habe nicht aufgepasst. Nö, es kann sein, dass wir nicht alle Passwörter hatten einfach. Ach, hier bin ich runtergefallen. Ja, wo du dachtest, man kann hier springen, Donimo und so. Kann man aber nicht. Nee. Dori, wie bist du jetzt darüber gekommen? Ja, ich Von wo aus? Ich bin da oben runtergeflogen. Und dann wo ich gesprungen bin, oder was? Nee. Auf der anderen Seite. Und dann bin ich auf dem Ast gelandet und bin da oben rechts in der Tür gekommen, die so grün leuchtet. Und dann bin ich da nochmal runtergeflogen und dann bin ich im Eingang gelandet. Okay, wir müssen zurück und den Burgle-Chip abgeben. Ich habe echt keine Ahnung. Das war wirklich so nicht geplant, glaube ich, vom Spiel. Also es kann nicht. Viele Wege führen nach Rom. Eigentlich musst du nur deinen Pusteblumenschirm dabei haben und halt fertig.
Ich hatte kein Glück. Ja. Guck mal, hier komme ich wieder zurück, oder? Ja. Oh! Oh! Oh. Ich bin, au! Au! Ich hab nichts ausgerüstet! Ich bin so hingekommen. Oh, sind wir doof. Ganz am Anfang, wo wir da auf dem Dach angekommen sind. Ja. Das erste Mal, da hätten wir nach rechts müssen und auf den Ast, auf den kleinen. Und dann hätten wir eine Kurve rundherum machen können zu diesem Raum. Weißt du, wovon sie redet, Kami? Ja, weiß ich. Da unten bin ist... Ah, warte mal, Dobby ist unter uns. Warte. Ja, wo bist warte? Du? Ja, genau, komm mal runter. Kommt mal runter. Kommt mal hier runter. Da bin ich runtergefallen nämlich auch. Aber hier sind wir auch schon mal rumgelaufen vorhin, ja, aber ne? guck mal, du musst da hin. Tau, ist das schön, dich wieder zu... Mal mit. Guck mal, du musst da auf den Ast... Leute, ich bin hier schnell. Ja, gut. Dann kamst du nämlich hier komplett außenrum hin. Die würden doch nicht umsonst Pilze hinmachen. Ja. Haben wir irgendwie vorher nicht gecheckt wahrscheinlich. Hä, aber nein, wir sind hier auch schon lang gelaufen. Ja, aber dann musst du hier hoch. Und dann musst du den Ast hier nehmen. Ich glaube, der hier war es. Ja, den haben wir doch vorhin auch schon genommen. Ja, aber guck mal, den hier her. Oder? Ich hab keine Ahnung. Nee, ist wahrscheinlich nee, den haben wir nicht genommen. Guck mal. Ah, ja, moin. Dann kommst du hierher, aber eigentlich... Nee, Quatsch, da war ich auch schon. Komm hier nicht hoch. Du warst hier schon, du bist hier runtergefallen. Ah. Und dann hättest du hier den Computer hier. Mit welchen Ast soll ich nehmen? Und dann ging das hier auf. Gibt's hier auch ein Facepalm-Emote? Nee, aber ich kann dich kurz auslachen. Geht das? Hallo, welchen Ast soll ich nehmen? Warte? Hallo, ich spiele auch noch mit. Oh, sorry. Ja. Sorry. Hallo, ich bin auch noch da. Okay, danke ja, schön. Ja, hier ist noch der Ast. Komm. Oh Gott, sorry. Ich verzeihe euch das. Alles gut, ihr wart so neu im Ding gerade drin. Ja, alles okay. Ich war so froh, dass ich den Ast gefunden habe. Vor allem, wir waren alle schon hier drin, ne? Ja, und hier war der Schalter dann. Und hier war der Chip auf dem Tischchen. Ja, gut. Wo geht's hier lang? Ach, hier ist auch noch verschlossen. Guckt mal. Ah, ja. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Nö. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man eigentlich auf die Seilrutsche kommt, weil du hast ja gesehen, die Seilrutsche, die dort unten endet, fängt da hinten im Blätterwald an und da ist auch noch so ein so Science. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Wahrscheinlich auch irgendwie über den Stamm da oben. Ich glaube, wenn wir so am Anfang, ach, keine Ahnung, ich weiß, dass ich mal ewig auch durch den Baum bin und bin über Umwege an irgendwelche Sachen dann gekommen. Stimmt, ich wollte auf dieses Vogelbad. Und dahin zu kommen, musst du auch durch die Wälder und keine Ahnung. Ja gut. Ja. Gut. Ich glaube, man kommt da oben noch hin, aber ich weiß jetzt nicht genau wie und ob wir das jetzt ausprobieren wollen. Gut, ich würde sagen, dann machen wir uns auf den Heimweg. Achso, wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen, oder? Scharinghausen ist bei mir in der Nähe. Was? Ach so. Ah, hallo Scharinghausen und hallo Morgate. Oh. Was denn? Böne. Aber nur kleine. Ah. War nur überraschend. Hallo. Sorry, dass ich euch noch nicht gelesen habe. Hä? Hallo? Okay. Auch mein Viewer heißt so. Hier ist schon wieder eine Pinne. Weg ist er. War mal auch schon. Es wird auf jeden Fall hell. Ja. Der Rabe, die Krähe ist auch gelandet. Oh, ist sie ernsthaft hier gerade drauf gelandet, oder? Ja, ne, die ist auf dem Vogelbad gelandet. Aber die landet immer sehr, sehr aggressiv. Okay, wir können hier unten dann nach Hause gehen. Spendle, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Aber wisst ihr, was wir dann... Durch, ne? Genau, aber Vorsicht, da unten sind Pinnen wieder. Pinnen.
Pin. Da unten ist eine Pinne. Pinne. Hier lang? Pinne. Pinne. Guck mal, da ist aber noch der Pinne. Da ist eine Pinne, genau, da ist... Pinne und Pinpin. Und da hinten waren wir auch noch. Und hier ist eine matschige Birne. Ja, das war vorhin auch nicht, das war vorhin auch nicht auf. Dann müssen wir das eine Axt machen. Nehmen, Achtung. Komm doch. Komm doch, Nasenloch. Die hat Angst. Oh. Ich hab... Ja, dann hauen wir ab, oder? Oder so. Auf deine Gesundheit. Ja. Kind! Du machst mir Angst. Meine Manchi-Beere. Wir können mal da reingucken, ja. Das war nämlich vorhin noch zu. Es geht auch noch mal hier runter, ne? Wo seid ihr? Hier? Hier. Hier ist immer gut. Hier. Hier, Tanne, guck mal, hier geht's noch mal runter. Hui! Meine Gesundheit geht aber ganz schön runter. Meine Gesundheit geht's gut. Woher sollte ich denn wissen, wo du wohnst? Bist du irgendwann mal aufgepasst? Könntest du das wissen? Ich weiß, wo du wohnst, glaube ich. Ja. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Ja, wir sind da gelandet, wo du gesagt hast, da kommen wir irgendwann raus. Und ich habe gesagt, wir brauchen einen Schraubenzieher. Und dann hast du gesagt, das ist ein Schraubendreher. Ah, hier sind wir ja. Cool. Okay, wir können nach Hause gehen. Boah, es ist aufregend. Ah, das ist das Vogelbad. Ja. Oh, das ist der Vogel. Das ist der Vogel. Der tut aber nichts. Hoffentlich pupst er jetzt nicht. Ja, das wäre scheiße. Pupsen ist okay. Ja, pupsen ist okay. Pupsen ist okay, alles. Ach, ja, da kommt so ein Flatschen angeflogen. Flatsch. Und schön auf dich drauf. Wenn die das noch einführen. Ja, ich wünsche, die machen noch mal Hummeln. Ich bin für plüschige, große Plüschhummeln. Es gibt wohl Bienen bald und ja, es gibt auch Mücken. Mücken sind doof. Ich will plüschige, dicke Hummeln. Aber Bienen sehen aus wie plüschige, dicke Hummeln, nein, weil wir viel zu klein sind. Aber Bienen sind... Bienen sind süß. Die Hummeln, die ins Fitnessstudio gehen. Sorry, ich merke mir das so bei... Oh, wie seid ihr denn drauf? Hummeln sind voll süß. Ich mag Hummeln. Die sind so was flauschig. Was ist dein Smiley? Hui! Hui! Oh, ich habe da was gefunden. Wo ist denn da? Oh, da kommt man hoch. Ja, ja. Hey! Dori? Voll der Jump and Run. Es war gut, dass wir Dori dabei haben. Ja. Hier kommt man nicht weiter. Na toll. Doch, das ist... Sandsprung. Oh, wow. Minecraft-Spieler? Nein. Mario. Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du es jetzt gesagt hast, so mit erhobenem Finger noch. Nein. Mario. So. Aber oh. Das wird nichts. Nee. Doch, das war noch was, aber da geht's nicht weiter. Doch. Der ist noch was, aber danach geht's nicht weiter. Hallo. Hab ich. Wie cool. Kommt man da ganz mega drüber? Das war voll aufregend und so. Das ist was zu trinken. Stell dich mal da unter. Achso, ich wollte dich abschießen. Achso. That's not so bad. Don't even need to boil it. Sehr gut. Hui! Das war voll aufregend. Das war mega witzig. Witzig und aufregend. So. Bienen sind Hummeln ohne Wintermantel. Ach so, Dori, wir müssten vielleicht auch noch mal tauchen. Ja. Oh. Weil wir haben den Burgelchip vergessen im Aquarium. Ja, und ich war auch noch nicht tauchen. Du warst noch nicht im Aquarium? Ja, wir müssen noch mal. Dann müssen wir den Burgelchip noch holen, dann haben wir das auch geschafft. Und ich kann euch gleich noch was zeigen, das ist mir nämlich schon aufgefallen. Mit dem versunkenen Schatz. Hier ist noch was zu trinken. Kommen wir hier durch? Ja. Das sind aber Spinnen, ne? Oder? Nö, ich glaube, wir kommen hier über den Stein durch. Hier. Dori. Zurück.
Ja, aber hier wird eine Spinne sein, oder? YOLO! Nö. Hä, wo sind denn die Spinnen hier alle hin? Die haben Ehrfurcht vor uns. Ehrfurcht? Oh, ey, dieses Haus, ne? Ja, ich glaube, die haben eher Ehrfurcht vor dem Haus. Hey Mädels, jetzt gönnen wir das vom Wellness-Tag. In der Villa Kinderpunsch. Du hattest ja auch schon Tauchsachen, ne, Tanne, oder? Ja. Na, cool. Mit Ehrfurcht. Achso, Ehrfurcht. Ehrfurcht. Oh, wir sind zu Hause. Krasser Scheiß. Hab ich noch irgendwas, was ich abladen kann? Ja, ich nehme mich mit hoch. Das kann ich auf jeden Fall hier reinpacken. Oh, ich hätte was zum Erforschen gehabt. Ja, ist kein Problem. Können wir ja eh gleich noch machen. Nimm's ruhig mit. Wir müssen so eine Gasmaske gefunden. Ja, nimm mit. Wir müssen doch eh noch bei Burgle die Sachen abgeben. Ach, stimmt. Okay. Dann zähle ich mal meinen Freizeit-Abenteueranzug aus. Nimm mal das Taucherzeugs mit. Ich auch. Und da brauchen wir jetzt auch den Dolch wieder, oder? Das andere Zeug kann nicht unter Wasser. Den Kieseldolch, ja. Okay, dann auch eine Flasche hier lassen. Prima, hallo Pyro. Hallöchen, Herr Pyro. Hallöchen, Papyrchen. Hallöchen. Gut. Oh, das war witzig. Ich fand das witzig. So cool. Nehmen wir mal mit, okay. Also, Tanne, du brauchst einen Kieseldolch. Brauchst du jetzt nicht zwanghaft. Wir sind ja nicht lang da unten. Wir haben ja die meisten Sachen schon erforscht. Wir müssen eigentlich nur was abholen. Ja. Ich bin etwas verwirrt. Hast du deine Schnorchelsachen mit? Ja, die hab ich. Und der Dory, hast du deine Schnorchelsachen mit? Ja. Tada! Ist so schön, ist kein Schwanger. Lauf dir auf die Füße. Ja, Dory, was sagst du jetzt dazu, dass du einfach nicht mehr in das Haus springen kannst? Naja, ich muss halt ein bisschen höher springen lernen, ne? Wenn du von unten guckst, könnte man es fast schaffen. Dann sieht das fast so aus, als würde man bis zum Dach springen. Easy. Ey, du musst auch die Tür wieder zumachen. Oh, Entschuldigung. Ich weiß, wie man hochkommt. Es gilt nicht. Nein, es gilt nicht. Oh, komme ich so in mein Zimmer? Ich glaube nicht. Ich glaube, du kommst gar nicht durchs Fenster. Oh, du kannst nämlich nicht im Bücken, kannst du springen. Das wird nichts. Aber es war knapp. Du bist zu groß dafür. Sieh es doch einfach mal ein. Ich sag doch, ich will der Kleinste sein. Nein, nein, nein.
Okay, wo ist denn unser Schwimmetännchen da? Ja, aber ich wollte gerade die ganze Zeit... Wieso kann ich... Ich will die Wasserflasche mit dem Ist die ausgerüstet? Du musst die ausrüsten. Unnötig. So. Ich habe jetzt nur noch eine Wasserflasche bei. So, Tanne ist noch nie getaucht, ne? Nee. Was gibt's da für Regeln? Katrin, willst du mal das Rüstungsdings nehmen, ob du das reparieren kannst? Weil das ist halb kaputt. Mach. Wenn ich das kannst du das nicht mit dem Stein machen? Mit dem Quarz? Nee, das ist ein anderes. Ah, dann Moment, kann ich das hier fallen lassen? Nee, warte mal. Nee, dann. Ich tue es in eine Kiste rein und genau, dann raus, oder? Genau, dann. Brauchst du das jetzt? Das kann man testen lassen im Apparat. Ja, weiß nur nicht, ob man es vorher reparieren muss. Nee, muss man nicht. Guck mal. Ist in der vorderen Kiste. Ach so. Nee, nimm die mit, die nehmen wir nachher. Okay. Das muss man nicht reparieren lassen. Alles klar. Können wir später noch machen. Ja, nimm das auch so. So, ich überlege gerade, wo ist Tanne jetzt? Ah, da hinten. Man sieht dich. Soll ich Tanne den Taucherhut geben, weil sie noch nicht so lange getaucht hat? Komm mal mit, Tanne. Kommen Sie mal mit. Aber ich will jetzt hier nicht bevorzugt werden. Ja, muss das doch auch. Ist alles neu. Ja. Kannst du dir mal hier den Hut abnehmen? Du musst auf E drauf gehen. Behältst aber deinen Schnorchel noch in deinem Inventar. Blasenhelm? Genau. Drück mal auf die Puppe mit E, wähl das aus und drück Q, genau. Dann sitzt du deinen Blasenhelm. Das andere kannst du mit, das behältst du noch bei dir, dein Schnorchel? Süß. Du hast da ein bisschen mehr Luft. Ich habe Blasenhelm auf. Ein Blasenhelm. Okay, wir schwimmen erstmal nach da vorne. Und hepp. Wir sind die Kinder der Villa Kinderpunsch. Wir lachen weiß und gefällt.